das bedeutet, dass dieses Gegenbogen-Gedankenexperiment aussagt, dass gäbe es irgendwo einen einzigen Punkt von feststehender Bedeutsamkeit, der bliebe und nicht wieder zerstört würde, dann würde das auf das ganze Sein zurückwirken und es könnte überhaupt kein Sein sein, es könnte überhaupt kein Sein geworden sein. Aber was soll schon, sagen die Parmenidianer, wäre doch besser, es wäre ein Sein, das immer nur in der kontinuierlichen Selbstauslöschung von sich selbst und von alles und von jedem keinerlei endgültige Bedeutsamkeit zulässt. Wäre doch besser, dieses Sein wäre nicht geworden und lieber nichts geblieben als einzig selbstidentisches Etwas, sodann das Ewigkeitsnichts, das sich nicht verändern muss, um sich selbst immer sich selbst zu sein. Aber in dieser Selbstidentität gibt es auch nichts, was man dann Bedeutsamkeit nennen könnte, denn das ist ja immer nur der signifikante Kontrast von etwas, das als Einzigartiges bliebe, im Kontrast zu demjenigen, das alles vernichtet und alles verschwinden macht. Sodass in der Welt des Parmenides, in der Nichtsvirtualität, in der puren, virtualen, dunklen Energie mit ihren Fluktuationen, die nie etwas ändern, sondern immer im Nichts Realisierten bleiben, jedenfalls meistens in solch einer Welt, kann es keine Differenz geben, gibt es keine Asymmetrie, gibt es eben nur harmonischen Passausgleich, dem Mythos, dem Aristophanes gemäß. Und darin braucht es also keines Bewusstseins, braucht es keines Bedeutsamen, braucht es keines asymmetrisch auseinanderfliegenden. Und dieses Gegensein zu einem nicht gewordenen Sein als Gegenbeispiel zum gewordenen Sein, allem bedingt gewordenen Sein, das immer wieder wert ist, notwendigerweise zugrunde zu gehen, ist dann hinwiederum die anaximandrische Gegenposition in diesem Wahrheitsformelspiel von drei Drittelunwahrheiten, wobei die eine gegen die andere durch das dritte des Rhizoms, durch das Allgewaltigkeitsprinzip per se, nämlich die Drittveränderungsimperative, aufeinander gehetzt werden. Hier nicht gemeint der organismischen Rekombinatorik am Ende des Schizospaltwesens, sondern der Rekombinatorik im Hintergrund, die noch vor aller Materie, in aller Materie und in aller rein Nichtsvirtualität selbst bereits materiell und amateriell hin und her pendelnd tickt und taktet und sich neu zusammenscrabbelt.
ebenfalls als kontinuierlicher Umtransformierung, Selbstauslöschungsprozess, obwohl das, wenn es noch nicht auf materiellen Trägern beruht, sondern als pure Mathematik einer virtuellen Wahrscheinlichkeit noch nicht mit den Akzidenzien von Eros Thanatos geschlagen ist. Aber auch hier schon sein Drängen, sein Zwangsbedürfnis zeigt, sonst hätte es aus dem einstigen nichts virtuellen Glücksnexus nicht jene Spannung erzeugt, doch wieder unzufrieden mit sich selbst gewesen zu sein und eine Asymmetrie zu erschaffen und in sich zu implodieren, um etwas herauszuwerfen an Formeln, die nicht aufgingen. Selbst hier also nichts, das persistieren würde. Nicht mal auf der tiefsten Ebene der Spekulation.